So. Aber man merkt trotzdem schon einen Unterschied. Also es ist auf jeden Fall taktischer als noch die letzten Male. Ja, wie gesagt, zwei gegen zwei Leute ist es für einen Killer relativ einfach, am Anführungszeichen. Also, weil du halt wirklich einen aus dem Spiel rausnehmen musst, wenn du wirklich so wie am Anfang vier Generatoren noch hast, hast du als einziger gar keine Chance mehr, als sei denn du gehst voll mit auf die Luke. Warte mal, ich wollte einen Killer nehmen. So. Nehmen wir mal das rein. Nehmen wir mal das rein. Ich habe jetzt tatsächlich geguckt, welche Flüche hat es denn reingenommen. In der Runde, eine Runde, Sabrina. Was ich da hatte? Hm? Kann ich das irgendwo sehen? Nee, leider nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt bin ich am überlegen. Doch, warte mal. Den habe ich ja drin. Gucken, was von hier ausfällt. Muss aber mal irgendwas nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, noch nicht, warte. Das war Gegenstand fehlt noch. Was sind hier oben diese Zusätze? Die Zusätze, das musst du dir mal durchlesen. Das habt ihr mal einen Effekt. Einen gewissen. Damit verstärkst du deinen Gegenstand noch. Deine Stärke, du hast ja eine gewisse Stärke. Jeder Killer hat eine Stärke, eine Fähigkeit und die verstärkst du damit noch. Okay. Muss halt mal. Was ist diese Opfergabe? Die wird verbrannt, da kannst du dir eine Map aussuchen oder bestimmte Dinge aussuchen halt. Okay. Bestimmte Effekte. Damit kannst du zum Beispiel eine Opfergabe geben, dass wir alle an der gleichen Stelle spawnen. Zum Beispiel. Okay. Ja, oder weit genug weg von mir oder vom Killer oder wie auch immer. Okay. Also aber das ist danach weg, ja? Der ist ja, deswegen ist er, wird er geopfert quasi, ja. Eigentlich ist er weg, aber wie gesagt, wir haben ja hier alles freigeschaltet. Ja, aber wir sind praktisch hier in einem Non-Rank-Modus, das heißt, du kannst ja alles frei benutzen, wie du willst. Normalerweise musst du als Überleben, beziehungsweise als Killer alles erstmal freischalten. Ja. Okay. Ja, wir haben hier schon alles freigeschaltet, weil wir ja praktisch hier in einem freien Spiel sind. Okay. Deswegen verdienen wir hier auch keine Blutpunkte, die du normalerweise in den Rank-Lobbys kriegst. Okay. Also, er spielt Freddy. Bitte was? Du spielst Freddy. Nein. Ach, aber das Ghost, den Ghost-Fest, den fand ich super. Ich nicht. Ja, er war nicht ohne. Wie gesagt, auch das mit dem quasi unbemerkt anschleichen ist halt viel. Ja gut, das hat Schweinchen auch. Tatsächlich, wenn du dann in der Deckung bist, dann hast du es ja auch. Wenn Freddy Krüger auf Mike Krüger treffen würde. Kann passieren. Weil Mike Krüger einfach Freddy Krüger spielt. Mit der Nase, nee. Ich probiere jetzt mal was aus. Ich habe mal etwas anderen Perksatz drin, den ich normalerweise als Killer spiele. Mal gucken, ob es funktioniert. Ahnungslos, aha. Was heißt das? Ahnungslos? Ihr habt keine Ahnung, was euch bevorsteht.
Okay. Ich weiß die Steuerung nicht mehr. Mit L2 duckst du dich. Ja. Mit R2 benutzt du den Gegenstand, den du hast. Ja, das hab ich grade gemerkt, du bist das gewesen. Ja, ja, ich weiß die Links nicht mehr. Wie man was macht. Wie kann man nochmal rennen? L1. Ah, okay. Aber denk dran, Rennen verursacht Spuren, die da Killer sind. Ja, ja. Hörst du mal auf, dich zu bewegen? Ja, aber er stand ja eh direkt vor mir, weißt du, war egal. Nee, ich wusste nicht, dass du das bist. Hier, ich hab, ist doch egal. Alles gut. Sie haben mir dezent umgebaut, den Killer. Der war am Anfang mal... OP? Ja, es geht. Komm mal her hier. Ich hab einen Unbemerker bei meiner Arme. Voll ich einfach mal vom Haken weggezogen. Das meine ich. Das ist einfach nur dieses. Passiert nichts, wenn ich nachschlage. Vor der Hexe hängt am gleichen Haken. Ah, wo bist du denn? Wo bist du denn? Mist. Ich hab dich schon gesehen, Markus. Vor allem probierst du es immer wieder. Nein. Schaffst du ein Glück noch? Hast du ein scheiß Glück, dass ich dich noch nicht erwischt hab? Das hab ich auch noch nicht kapiert, wieder mit dem Umschalten. Scheiße. Das waren wirklich nur... Was ist das jetzt nochmal, was ist das jetzt nochmal für eine Fähigkeit, die du jetzt gerade aktiviert hast? Ich hab gar keine Fähigkeit aktiviert. Also, ja, ich dieses Traumwelt, ja. Ich habe euch in der Traumwelt. Normalerweise war das früher so, dass man euch dann über die Mitte Map sehen konnte. Aber dazu musste ich euch in die Traumwelt ziehen. Jetzt habe ich ein Add-on drin, dass ich euch quasi in der Traumwelt habe schon. Ihr müsst eigentlich erstmal aufwachen, weil ich sehe euch. Also nicht jetzt. Ihr seht jetzt nicht über die ganze Map. Nur ihr seht mich nicht. Hallo Markus. Also du siehst uns die ganze Zeit. Nein, oder? Ich sehe euch nicht die ganze Zeit. Nur ich bin, wie gesagt, ein bisschen anders jetzt als, also mit anderen Perks, als ich dann vorher hab. Hörst du mal auf, dich zu bewegen? Das nervt mich langsam. Freddy wütend. Ne, ich hab eine Besessenheit drin, dass ich quasi euch von Anfang an um eine Traumwelt habe. Ernsthaft? Ah ne, es war kein. Seht ihr mich eigentlich? Ja. Okay. Ja. Weil ich wundere mich gerade, ihr lauft die ganze Zeit geduckt teilweise vor mir und ich kann mich ohne gemerkt anschleichen an euch. Ich habe auch nichts gehört. Okay. Das Problem, wo kam das her? Achso, das war der Haken. Ja. Scheiße, falsche Taste gedrückt. Ich wollte dich eigentlich wieder vom Haken holen. Vom Generator holen. Gewuppe, jetzt hab ich dich. Hä? Dieses Gewuppe, ey. Naja, 1, 2, Freddy kommt vorbei. Scheiße. Fuck. Jetzt. Das war ein Glück für dich. Ich hab diesmal keinen eiserner Griff drin. Jetzt ist es halt. Ich habe ein bisschen Zeit vertrödelt. Zu viel Zeit vertrödelt. Na, ich wollte dich irgendwie so vom Haken holen.
Und nicht erst schlagen. Okay, also, ihr habt euch da erstmal geheilt. By the way, ich höre die Musik nicht. Aber es ist gut zu wissen, was die Musik bedeutet. Ich höre. Hä? Die Musik bedeutet, dass du in der Nähe bist. Ja, geht, ne? Scheiße. Wenn ich jetzt auf welche Hörer bist, in der Nähe. Mhm. Mal sehen. Ich bin öfters mal in der Nähe. Weg. Das ist mein Generator. Na. Ich hasse Menschen. Hi. Hey. Ich hab nicht gefahren, ich schwöre. Naja. Scheiße. Das hat auch wieder nur eine Sekunde gedauert. Ich wollte gerade zuschlagen. Glück gehabt. Es ist nicht ganz einfach. Es ist ein Unterschied, dass man, wenn man gegen 2 oder gegen 3 spielt. Es ist halt mega ein Unterschied. Ah, okay. Hab dich. Ich habe übrigens dein gehört, dass du ein Totem gemacht hast. Das habe ich mitbekommen. Alter, hörst du mal auf dich zu bewegen? Jetzt spiel ich wieder mit eisernem Griff. So, kennst du. Ach, scheiße. Ich hab schon wieder den falschen Knopf hier gedrückt. War ich doch. Ehrlich, ich drücke ja die ganze Zeit die falschen Knöpfe und schreibe. Na, okay. So. Sag ich, die Hacke ist bewegt. Alex, doch. Da ist doch einer. So. Wo bist du, Markus? Hä? Schönen guten Tag, ich hab dich gesehen. Ist ja auch kein Problem. Ernsthaft, das ist nicht so ganz simpel. Ganz einfach hier gerade. Boah, ich falle hier gleich vor der Couch.
Mein Hund will mich gerade vergasen, der will mich auch umbringen. Der hat auch einen Perk. Ja, der hat den Gas-Perk. So sein können. Ach, da bin ich doch. Ich habe schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich hätte auch mal die Generatoren mal zu machen hier. Es bleibt alles so, wie es ist. Wo seid ihr? Da bist du. Da bist du, Markus. Komm mal hier mit. Vielleicht ist das nicht so einfach hier, ne? Ernsthaft. Scheiße, ich hasse das. Ich glaube nicht, dass es rechtzeitig klappt. Das ist nicht wahr! Es ist wirklich knapp gewesen. Jetzt. Sag mal. Du kommst zwar mit, Junge, du Katze. Ich kapier das nicht, wo ich gegen Leute online gespielt habe, die haben mich jedes Mal mit dieser scheiß Funzel geblendet. Und wenn ich das selber probiere, klappt das nicht einmal. Es klappt das. Ja, das ist halt manchmal so. Es gibt Leute, die können das, es gibt Leute, die können es nicht. Ich kann zum Beispiel auch nicht. Das war ein Fehler. Ich hätte dich nicht gesehen. Ich weiß. Ich wollte es testen. Das Problem, ich kann nicht an denselben Haken hin. Ich glaube, du kommst mir noch. Nee. Glück gehabt. Ihr habt es mir nicht so einfach gemacht, muss ich sagen. Gut, die Fähigkeit ist fies. Diese Überladen. Übrigens, der Generator, den ich da gemacht habe, der war fast fertig, ey. Das war zum Kotzen. Ja, das war ich hatte den auch fast durch. Ich gehe immer wieder drauf, weil dann merke ich, wenn ihr den Skillcheck nicht trifft, wo ihr seid.
Ja, ich habe aber alle getroffen. Na, alles okay. Ja, kein Problem. Ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich das überhaupt nicht hinbekommen. Jetzt treffe ich eigentlich praktisch jeden. Ja. Das ist... Also, Sabrina hat sich eben tatsächlich mit der Taschenlampe verraten. Ich habe das geklickt gehört und wusste ich, wo du warst. Weil ja, ich hatte jetzt gedacht, du hättest mich gesehen. Nee, ich habe dich nicht gesehen. Und ich habe dich aber, wie gesagt, durch dieses Klicken gehört. Ich wäre vorbeigegangen. Ja. Ich wäre weitergegangen. Das ist es halt. Und dann hast du geklickt und dann habe ich gemerkt, wo du standst. Ihr wart auch alle verletzt, ne? Das war für mich einfach, aber gut, ihr hättet tatsächlich eh nicht viel machen können, da ich mit Nöd gespielt habe. Ich habe dieses Nummer Escape Disc einfach drin gehabt. Selbst wenn die Generatoren die Dinger angewiesen wären, ich hätte euch vorhin nicht gehabt. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch alle Totems kaputt zu machen. Weil der Fluch, den siehst du nicht von Anfang an. Das war mein Ende, den Fluch zu beenden, ne? Naja, das meine ich nicht. Du hättest alle Totems machen können. Der Fluch der wird jetzt aktiviert, wenn die Ausgangstore offen sind. Oder beziehungsweise nicht offen sind, sondern wenn der letzte Generator gemacht wird. Dann geht der Fluch erst aktiv. Sag mal, Aura-Wahrnehmung, es ist doch das, dass ich, wenn jetzt zum Beispiel jetzt gerade bei Freddy dieses das ist das, wenn ich das höre. Nee, oder? wenn ich euch sehe. Oder beziehungsweise ja, wenn ihr mich mitbekommt, dass sie das Herz schlagen und so. Ja. Wobei ich habe tatsächlich jetzt gerade Krankenschwester, das habe ich irgendwie nicht aktiv, weil ihr euch jedes Mal geheilt habt außerhalb meiner Reichweite. Ich habe euch nicht einmal gesehen, könnte ich das heilen. Gut, dann probiere ich mal einen anderen Killer. Dann nehmen wir den. Aber den haben wir schon öfters gesehen. Den haben wir ja auch nicht gesehen. Dort. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Okay. Oh. Schade, ich war gerade dabei, den Killer auszubauen. Ja. Ich lade euch wieder ein. Lass uns scheiß wieder neu auswählen hier. Ja. Ach Mann, ey. Ich lade euch wieder ein. Technik, die begeistert. Alle Fragen, Technik. Ich hatte gerade so schön alles ausgewählt. Ich auch. Kann man die Dinger doch nie merken. Aber ich bin zu.
habe das Gefühl, Markus wird sich gleich bitter rechnen in der nächsten Runde. Ich glaube, du bist nämlich als nächstes, ne, Markus? Ich weiß ja nicht, wer jetzt dann ist. Mir ist es einer von euch, entweder Markus oder Jürgen. Ich kann als nächstes, wenn ihr wollt, ja. Außer Yvonne möchte unbedingt. Nee, mir ist lieber, ich kann noch warten. Okay. Sie wartet noch auf den richtigen. Gegen den Oni. Da hast du Erinnerung gerade. Hör auf. Den haben wir aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch fast alle Killer durch. Also zumindest gesehen. Weil ich glaube, Yvonne hat es eher mit dem Demogorgon. Ich glaube, Oni haben wir, glaube ich, einmal erst gesehen. Ich habe auch mit den Oni gespielt, als erstes für mich. Habe ich gemerkt. One-Hitted, wie ich rechne. Ich habe übrigens wieder ein bisschen umgebaut. Also ich spiele jetzt ohne den Fluch, nur so nebenbei. War eh irrelevant. So. Was spielen wir? Was machen wir denn jetzt mit euch? Gott, was ist das denn? Och nein, nicht wieder dieses Gebiet. Nicht wieder dieses Gebiet. Sabrina, das ist ein Irrgarten, das kannst du glauben. Ja, ich sehe das schon. Weil ich glaube auch, dass die Map für mich nicht so einfach wird wie die anderen. Deswegen habe ich sie ja genommen. Vollkommen okay. Ach Gott, da geht's ja noch nach oben, oder was? Ja, das hat 3 Stockwerke. Nee, ist klar. Voila! Ich hab mich die ganze Zeit in die Nähe gehört, ne? Wie so direkt neben mir gespawnt sei irgendwo. Nee, ne, bin ich nicht, ich bin oben gespawnt. Diesmal habe ich dich wieder verloren. Patsch, einmal kurz weggesägt um die Ecke. Sag mal nett, dass du mir in den Keller gehst, komm mit. Da kommst du direkt runter. Du bist freiwillig hingegangen. Ich habe nur deinen innigsten Wunsch erfüllt. Das Lustige an der Map ist halt, dass man halt auch diesen Herzschlag-Dings hört, obwohl der Killer ist über oder unter einem. Das ist es halt, ne? Für mich ist die Map eigentlich auch so als Killer. Das war mir fast klar. Ich hätte fast nicht damit gerechnet, oder? Ich hatte damit eigentlich tatsächlich nicht gerechnet. Da kommt es halt wieder an den Haken. Bleib mal hier. Und nein, ich bin nicht in der Nähe stehen geblieben. Ich war tatsächlich komplett an meiner in der Map. Das hat einen Moment gedauert. Ich hatte aber nicht damit gerechnet, dass du unten drunter unten bleibst.
Schon wieder. Sehen, Markus. Da war sowieso unten runtergegangen. Diese Map ist extrem verwirrend als Killer, muss ich sagen. Hm. Aber es ist eine Herausforderung. Gerade noch an mir vorbeigerannt, ne? Ja, ja. Patsch, einmal kurz von oben weggesägt. Dich hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Herzhaft. Ja, als du den Generator kaputt getreten hast, hab ich auf der anderen Seite gehockt. Das war dein Glück gerade, dass ich es nicht getroffen hab. Oh, das ist ja echt also so. Also diese Map, die ist ja echt was für den Arsch, ne? Ja, die ist nicht ohne. Nicht, was muss ich sagen da? Glück, dass ich mich hier verdrückt habe. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich überhaupt bin. Das war fuck you. Ich habe dich aber gesehen. In einer gewissen Zeit sehe ich dich. Für ein paar Sekunden. Ganz unschuldig. Ich weiß nicht, dass ich das gesehen habe. Bleibst du mal bitte? Nö. Doch. Nicht eben. Jawoll, noch mitgenommen. Was aber halt als Überlebter auf der Map ja auch schwer ist, du findest kaum die... Also wenn du hier nicht auswendig weißt, wo die Generatoren sind, bist du echt... Ja. Ja, super gemacht, Markus, super. Auf dich ist ja Verlass. Würde ich mal sagen. Wieso? Ja, du hast doch die Map ausgesucht.
Ja, weil ich eigentlich damit Kev ärgern wollte. Hier sucht man sich ja einen Wolf. Ich muss tatsächlich auch suchen. Wer geistert denn da unter mir rum? Gut, der ist aber kaputt. Ja, ich hasse diese Map-Bälle. Die ist Katastrophe. Von ihnen. Haben wir überhaupt schon einen Generator? Mhm. Oh, scheiße, direkt vor die Nase gelatscht. Ja. Scheiße, er dreht sich um. Ja. Ah. Markus! Ja. Alter, Kev, du solltest mal zum Friseur gehen. Deine Frisur ist schrecklich. Na, Schnauze. Hier, da verhängst du. Das habe ich nicht gesehen. Wie spät haben wir es eigentlich überhaupt? Keine Ahnung. 20 nach 6. Okay. Weil hier konnte doch jemand nur bis um 7. Ja, ich. Na komm her, lass dich töten. Das ist nicht meine Map, Alter, ich schwöre. Das ist nicht meine Map. Jetzt weiß der Kev, was ich meinte. Ich hab fast auch gerecht, dass du durch die Tür gehst. Ja, ja. Wie du rumstammst, ey. Hallo? Sag nichts gegen meinen Stampfen, ja? Ah, es ist schwierig. Es ist arschschwierig, diese Map, muss ich sagen. Es ist Killer. Ja, ich finde das auch schwierig, weil normalerweise siehst du ja auch, wenn ein anderer Überlebender irgendwo hängt, ne? Ich finde das auch ziemlich schwierig, die dazu überhaupt zu finden. Also das ist, ich sehe ja, wer wo hängt. Also dass jemand wo hängt. Ich sag mal so, ich habe ja diese Fähigkeit, dass ich euch gewisse Zeit mal kurz sehe. Dass ich ungefähr weiß, wo ihr steht. Und ich sehe zum Beispiel, dass Markus jetzt gerade die Treppe hochgeht. Das habe ich jetzt gesehen. Jetzt sehe ich es zum Beispiel nicht mehr. Da bist du. Gott, hast du ein Glück gehabt, dass ich dich da nicht. Das war's. Die war nicht einfach, die Map. Nee. Und wie gesagt, ohne meine Fähigkeit wäre es für mich auch noch schwerer geworden. Ich geh mal ganz kurz meinen Kaffee wegbringen. Ja. Wir wechseln jetzt in den Keller. Der ist auch nicht ohne, der Oni. Oh nee, der Oni. Ja, es ist echt verwirrend. Also wirklich dieses oben ohne, ey. Entweder oben das oder unten. Ja, dieses oben unten meine ich. Das oben ohne. Das war nur. Vor allem, ich habe gegengehalten mit der anderen Map. Ich war eigentlich auf der Rote Wald. Hm.
Vor allem das Geile ist, an manchen Stellen, da warst du praktisch direkt vor mir und bist aber wieder weggerannt. Ja, das eine Mal habe ich dich tatsächlich dann irgendwann gesehen. Ich habe eigentlich, hatte mich immer umgedreht. Aber ich wollte eigentlich weitergehen und dachte, Moment, da höre ich irgendwas. Kannst du aber nicht. Also gehört haben kannst du mich nicht. So, wieder da. Weiß ich nicht. Du warst verletzt, glaube ich, in der Runde. Aber wie gesagt, ich habe ja diese Fähigkeit. Ja, aber Fähigkeit... ich hatte einen Perk drin, dass du die schreien nicht hörst. Ich hatte eiserne Wille drin. Okay. Wie auch immer. Aber wie gesagt, ich sehe ja, wenn ihr euch heilt. Ja, die, ab und an blinkt halt irgendwo mal, blinkt die auf, wenn die da hochgeht. Sie sagte ich gerade, Markus geht zum Beispiel die Treppe hoch, das wusste ich, das habe ich gesehen. So, jetzt kille ich ja. Oh Gott, oh Gott. Na gut, dann wechseln wir mal.